sound of music, with songs they have sung for a thousand years. The hills fill my heart with the sound of music. My heart wants to sing every song it hears. In Unterwegs in Salzburg wird es heute so richtig musikalisch. Neben Wolfgang Amadeus Mozart ist The Sound of Music wohl eines der Aushängeschilde von Salzburg. Der Film dazu wurde hier gedreht, ist aber in Salzburg eher unbekannt. Und aus diesem Grund begeben wir uns heute auf die Spuren von The Sound of Music. Die Aufnahmen für die Szenen in der Trappwilder sind an drei verschiedenen Standorten gedreht worden und eine davon ist das Schloss Leopoldsgrund. Und unter anderem eine Szene, die ist ja ganz berühmt, wo die Kinder alle ins Wasser springen, da ist es auch damals zu einem kleinen Zwischenfall gekommen, denn man hat da nicht ganz bedacht bei den Vorbereitungen, dass die Kinder ja noch nicht schwimmen konnten oder einige davon noch nicht schwimmen konnten und da ist dann die Gretel ins Wasser geschwommen und hat dann vom Regisseur in einer wilden Rettungsaktion aus dem Wasser gezogen werden müssen, aber ist Gott sei Dank glimpflich ausgegangen. Ja. Wunderbar, aber hier stand ja auch der Originalpavillon, oder? Das ist doch auch richtig? Ja, genau richtig, der ist auch hier im Garten gestanden. Allerdings ist der Garten, nachdem der Film in den USA präsentiert wurde, derartig berühmt worden, dass der Schlossgarten von den Touristenmassen geströmt wurde, sodass das natürlich für die Schlossbetreiber nicht mehr bewältigbar war. Und da haben sie dann überlegt, wo kann man den sinnvoll platzieren, sodass das wirklich verträglich ist. Und ja, der steht jetzt woanders. Und zwar steht er hier im Schlosspark von Hellbrunn, der weltberühmte Sound of Music Pavillon. Und ich hoffe, du hast den Schlüssel mit. Ja, Markus, du hast Glück. Ich habe wirklich den Schlüssel organisiert, ja. Hier herinnen zu stehen, das ist der Traum eines jeden richtigen Sound of Music Fans und muss man wirklich fast das Privileg erachten, ja. Hier wurde also diese berühmte Szene aufgenommen, Lisa von Trapp mit dem Rolf, dieses berühmte Lied. Genau, 16 Going on 17 wurde hier aufgenommen und ja, hat das Produktionsteam damals schon vor die ein oder andere Herausforderung gestellt. Wie man sieht, ist alles mit Glas gebaut und ja, das Licht hat von allen Seiten hereingeschienen. Und so hat man sich entschlossen, dieses Gazebo ein bisschen größer, aber sonst genau gleich in Hollywood nachzubauen. Und so hat man einen Teil der Aufnahmen dort in Los Angeles gedreht. Also kann man trotzdem hier auch ein bisschen Hollywood-Feeling spüren, ja? Direkt in Hellbrunn neben der Spielewiese. Das würde ich mal so sagen, ja. Hellbrunn ist ansonsten eher für seine Wasserspiele bekannt. Und doch zieht dieser Pavillon jedes Jahr ebenfalls zahlreiche Touristen an. Genauso wie diese gelbe Mauer und das Portal des zugehörigen Gebäudes. Und das alles nur wegen eines Films. Der Film hat ja auch einige Oscars abgeräumt. Ja, er war für 10 Oscars nominiert und hat tatsächlich 5 dann auch gewonnen. Also es war von Anfang an ein unglaublicher Welterfolg, ja. Und was glaubst du, waren da die Zutaten? Warum ist dieser Film so ein Erfolg geworden? Ja, das war mit Sicherheit natürlich zum einen die berührende Geschichte der Familie Trapp selbst. Dann war es natürlich die Musik, die sich ja durch den ganzen Film zieht. Und es war sicherlich auch die Schönheit natürlich der Stadt Salzburg und auch der Landschaft rund um Salzburg, die einen großen Anteil am Erfolg dieses Films auch hatten. Ja, das ist ja wirklich so, wenn man im Ausland ist, also, und man sagt, man ist aus Salzburg. Das ist nicht so, dass die Leute dann sagen, ah, Salzburg, nein, sie fangen wirklich an, Lieder aus The Sound of Music zu singen. Diese Mauer hier, die hat ja auch eine ganz besondere Bedeutung für den Film. Du sagst es, wir sind jetzt auf der Rückseite der Fronburg. Die Fronburg dient ja im Film auch als Kulisse, also der Rückseite der Trapp-Villa. Die fällt ja dem Salzburger jetzt gar nicht mehr so wirklich auf. Ich habe aber wirklich schon Amerikaner da beobachtet, die extra deswegen hierher gekommen sind und die Hände aufgelegt haben und sich, ich glaube, so in die Welt von The Sound of Music befördern haben lassen. Und das fällt einem in Salzburg gar nicht so schwer. Schließlich wurde hier an vielen romantischen Plätzen gedreht. Etwa im Laubengang im Mirabellgarten, im Zwergerlgarten oder auch auf dem Mönchsberg.
Fast direkt darunter, mit dem Mönchsberglift in knapp einer Minute zu erreichen, befindet sich eine weitere wichtige Drehlocation. Ja, Michi, wir sind jetzt hier in der Hofstallgasse mitten im Herzen der Stadt Salzburg, dort, wo sich im Sommer die Festspielprominenz so richtig tummelt. Wir haben das große Festspielhaus, wir haben das Haus für Mozart, aber auch die Felsenreitschule, und die ist für das Sound of Music doch richtig relevant gewesen. Ja, absolut. Also die Felsenreitschule ist ja vor allem international sehr bekannt deshalb, weil da genau eine Schlüsselszene im Film The Sound of Music stattgefunden hat, nämlich dieser berühmte Chorwettbewerb zum Schluss, wo die Trapp Family Singers ja zum ersten Mal auch Edelweiß aufgeführt haben. Und Edelweiß hat ja, wie man es weiß, es danach zu Weltruhm gebracht. Also das kennt wirklich jeder rund um die Welt, und von manchen wird es sogar als die inoffizielle österreichische Bundeshymne bezeichnet. Ja. Ja, und die Trapp-Familie, die ist ja außerdem nach diesem Chorwettbewerb, hat sie ja von Österreich fliehen müssen. Und da hat es in der Felsenreitschule den Kontakt gegeben mit den Nazis, die da alle zahlreich versammelt waren im Publikum und die Familie mit bösen Blicken beworfen hat. Aber die Familie ist standhaft geblieben und hat dem getrotzt und hat sie im Anschluss an diesen Chorwettbewerb auf die Flucht gemacht. Das ist sicherlich auch ein Grund, warum dieser Film, die Geschichte der Trapp-Familie in den USA, so bekannt wurde, weil sich sehr viele eben damit identifizieren können und konnten, denen es damals gleichgegangen ist. Dann haben wir heute aber wirklich einiges gelernt. Mozart und The Sound of Music, wirklich relevant für die Musikgeschichte Salzburgs. Danke für diesen sehr, sehr interessanten Tag, und ab jetzt werde ich mir die CD kaufen und den Film anschauen. Und auch noch ein bisschen mitmachen. Ray, a drop of golden sun. Me, a name I call myself. Far, a long, long way to run. So, a needle-pulling friend. La, a note to follow so. Tea, a drink of German bread. That will bring us back to do. Do, re, mi, fa, sol, la, di, do.